Oh yeah. Fick Weihnachten, Mann. So, da sind wir bei Choose Weapon Gaming News. Wir gucken uns die Woche vom 23. bis zum 29. Dezember an. Ja, Weihnachten steht vor der Tür und es kommt keinerlei Games raus diese Woche. Deswegen habe ich überlegt, hört euch doch diesen tollen Weihnachtssong einfach mal an. Forget about that laptop case. If you drew a big dick on your sleeping friend's face, ain't that the truth? You'll get no bottle of wine if you cheat when you play online. And that's just wrong, and you know it, you bastards. I've been a bad boy this year. I'm not gonna get any Christmas gift. Indie Now. Bei den Indie Games haben wir diese Woche nicht wirklich Releases. Also kurz vor Weihnachten, wer hätte das gedacht? Es sind ein paar Spiele auf Steam rausgekommen, die eigentlich schon released waren, aber jetzt eben auf Steam sind. Und das erste davon ist Blockland. Das ist, glaube ich, schon etwa 6 Jahre alt. Und ist im Prinzip 3D-Lego mit Multiplayer. Also ist ganz cool, kostet nur 6 Euro und ist jetzt, wie gesagt, auf Steam. Das zweite Spiel ist die Alpha von Overgrowth, die ist jetzt auf Early Access. Ja, vielleicht kennt ihr Overgrowth schon, das ist schon ein paar Jährchen Entwicklung jetzt. Das ist ein Third-Person-Melee-Brawling-Game. Das ist schwierig zu beschreiben, sieht auf jeden Fall extrem gut aus und hat wahrscheinlich eines der besten Kampfsysteme, die ich jemals gesehen habe. Und man spielt Tiere anstatt Menschen, sieht man auch nicht alle Tage. Das Ganze kostet gerade 25 Euro, wie gesagt, ist noch eine Alpha und am besten nicht auf Steam kaufen, wenn ihr euch es kaufen wollt, sondern im Humble Store. Da bekommt ihr nämlich einen Steam-Key und außerdem noch Keys für Receiver und Lowlight Combat, was zwei andere kleinere Games vom gleichen Entwickler sind. Das ist eigentlich ein guter Preis für 3 Spiele, würde ich mal sagen. Und das kostenlose Spiel diese Woche ist wieder ein Browser-Game und heißt A Sword Game. Und das ist ein 2D-Puzzle-Plattform, würde ich mal sagen. Man muss sich eins von 3 Schwertern raussuchen und die haben eben verschiedene Eigenschaften. Und dann muss man eben verschiedene Plattform-Puzzles damit lösen. Und jetzt kommen News, würde ich mal sagen. Gab es diese Woche News? Man weiß es nicht. News? An der Newsfront sieht es folgt aus. Steam hat wieder mal ihre berühmt-berüchtigten Winter-Sales rausgehauen. Die gehen jetzt noch bis zum 3. Januar und wenn ihr Bock habt, billig, also ultra-billig, an gute Spiele ranzukommen, dann wäre jetzt eure Gelegenheit zuzuschlagen. Wie immer gilt, wartet bis zum letzten Tag oder bis euer Game der Wahl in den Flash-Sales oder sonst wo auftaucht. Ansonsten gebt ihr eventuell 2 Euro zu viel aus. In weiteren News, Mass Effect 4 ist scheinbar bereits in einer spielbaren Version da. Zwar noch nicht öffentlich zugänglich, aber es gibt Leute, die haben schon Zugang dazu gehalten. Und scheinbar wird, wie schon erwähnt, die Shepard-Trilogie beendet sein und eine komplett neue Storyline wird aufgerollt. Wann sie spielt, weiß man noch nicht genau, ob die Fans überhaupt noch Bock auf Mass Effect haben, nachdem BioWare im dritten Teil die komplette Story gebutschert hat, wird sich noch rausstellen. Just Cause 2. Die Multiplayer-Mod ist jetzt offiziell auf Steam draußen und passend dazu ist Just Cause 2 für 7,50 Euro zu erhalten. Also falls ihr das Spiel noch nicht habt und Bock habt auf die Multiplayer-Mod, dann solltet ihr jetzt zuschlagen. Für alle Fans der Star Wars Games, die in letzter Zeit rauskamen und vor allem für alle Fans der Space-Shooter, Star Wars Attack Squadron ist jetzt in der Beta und man kann sich anmelden. Link in der Description. Für alle, die es bisher noch nicht mitbekommen haben sollten, DayZ Standalone ist jetzt endlich auf Steam erhältlich. Für schlappe 25 Euro kann man sich den Early Access sichern und ein total verbuggtes Spiel sich antun. Rocket hat gesagt, dass das Spiel wirklich nur für die Hardcore-Fans gedacht ist und wer auf dem Hype-Train geritten ist und sich denkt, das Spiel soll gut sein und sich deswegen überlegt, das Spiel sich zu kaufen, sollte vorerst die Finger davon lassen. Wie gesagt, das ist wirklich nur für die Hardcore-Fans gedacht, die an der Entwicklung einer Early Alpha mitwirken wollen oder miterleben wollen, wie sich das Spiel entwickelt. Ich gehe jetzt weiter Blutroulette spielen und jetzt müsste dann demnächst die Auflösung vom Walking Dead Gewinnspiel kommen. Ja. Wuhu. In unseren letzten Gaming News habe ich ein Gewinnspiel angekündigt, bei dem ihr hättet mitmachen können. The Walking Dead Season 2 Gewinnspiel, ihr hättet das Steam Game bekommen und die Mütze von Clem hier. Wenn ihr es erraten hättet, das heißt bis auf eine Person, hat es nämlich keiner erraten. Von all den Einsendungen, die ich bekommen habe zu diesem Gewinnspiel, hat nur eine Person wirklich dann das Wort sich zusammenreimen können aus den Gaming News. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die es nicht erraten haben, das wäre es gewesen. War doch eigentlich gar nicht so schwer, dachten wir. Scheinbar war es doch schwieriger als gedacht vorher. Ja, wie gesagt, die Person, die gewonnen hat, bekommt von mir eine E-Mail an alle anderen, vielleicht beim nächsten Mal. Und für alle, die trotzdem Interesse an der Mütze haben, in der Description ist der Link zum Shop, wo ihr euch selber die Mütze kaufen könnt. Wie gesagt, Lösungswort war Clem.
herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ich könnte tanzen für die Leute. Tanz, Tanz. Tanz den Weihnachtstanz. Der Weihnachtstanz, wir gehen der Weihnachtstanz. Ich weiß nicht, ich dachte, du weißt es. Die Frage ist ja, wie viele kleine Weihnachtshelfer könntest du auf einmal verprügeln? Wie klein? Ich weiß es nicht. 9 Monate altes Baby. Alter, ich könnte mal locker. 9 Monate altes Baby. Wie was? Weißt du, wie eine Maus funktioniert? Ja, yeah, dann. Die können Waffen. Gun-Cutter. Können Gun-Cutter. Die können Gun-Cutter. Sagen wir mal, die können Gun-Cutter. Ja, genau. Ich habe aufgeschrieben, 23. bis zum 24. Dezember. Ja, das ist eine kurze Woche. Das ist eine kurze Woche, ja. Warum ändere ich es ab? Da kommt doch eh nichts raus. So Weihnachtshelfer. Locker 20. Locker 20, okay. Locker 20. Das ist im Prinzip einfach nur irgendwie Ausdauertraining. Wie lange kann ich hochhüpfen? Wenn du Müsli isst, kriegst du Haare auf der Brust. Auf die Brust, ja. Dann solltest du immer Müsli kaufen. Lego. Lego ist das Zeug. Der Z ist jetzt endlich in das Standalone und drin.